alle Spiele der Regionalliga West exklusiv auf Sporttotal. Samstagnachmittag, Regionalliga West. Ein ganz herzliches Willkommen, liebe Zuschauer, hier bei Sporttotal. Ihr seid beim Spiel des 1. FC Bocholt gegen den SV Lippstadt. Bauer in der Mitte, sträflich frei, die Möglichkeit, aber Viktor Meier kriegt den Ball nicht rechtzeitig unter Kontrolle. Das war doch mal sowas wie Torgefahr. Sehr gut von Beckert gegen Meier. Das ist nach vorne verteidigen, wie sich das jeder Trainer wünscht. Akritidis, Fakro, Möglichkeit, aus Netz. Nee, der war nicht drin, aber der erste Abschluss, André Bugler. 16. Spielminute. Ball nicht im Aus. Das ist stark. Das ist stärker. Meier in der Mitte ist Mika. Meier! Nee. Einwurf aus gefährlicher Position. Hinten ist Lorch. Nee, kein Handspiel. Das war die Brust. Da bin ich beim Schiedsrichter. Der Konter läuft. Meier mit 7 Meilenstiefeln kommt Lars Holtkamp. Meier, gut gesehen. Mika, und der trifft den Ball nicht. Meier, Wickel wird da vom eigenen Mann behindert. Möglichkeit für Alberoth. Verwirrung im Bocholter 16er. Kein Foulspiel von Obst. Naci. Naci. Zu wenig. Der kommt aber mal an. Lorch. Der ja in der Regionalliga jetzt angekommen ist. Marvin Lorch. Bugler. Gut gesehen. Marvin Lorch. Handspiel. Elfmeter. Richtige Entscheidung. Da lege ich mich jetzt schon fest. 44. Minute. Und da war die Hand auf jeden Fall im Spiel. Wir schauen noch mal drauf. Boah, oder? Eieieiei. Das sah im ersten Moment deutlich klarer aus. Und Fakro verschießt. Aber ich glaube, der wird wiederholt. Ja, der wird wiederholt. Und Balkenhoff war da zu früh von der Linie. Wahnsinn! Was ist denn hier jetzt auf einmal los? Der Elfmeter wird wiederholt, weil Balkenhoff zu früh die Linie verlassen hat. Wir schauen nochmal drauf. Ist das gerechtfertigt? Ich habe meine Augen hier an meinem Bildschirm. Ja, deutlich, deutlich zu früh. Das kann Balkenhoff nicht machen. Ist eine richtige Entscheidung. Was macht er jetzt? Wieder unten links und diesmal trifft er. Der ist so gut geschossen. Malek Bakro. 8. Saisontor für den ehemaligen Lübecker. Schauen wir drauf. Und Balkenhoff war wieder zu früh von der Linie. Wahnsinn. Grund. Bakro. Gut für Lorch. Marvin Lorch alleine vor Balkenhoff. Lorch. Kein Elfmeter. Eckball. Abel, der kommt gut. Und? Nee. Hab auch kurz gezögert, aber der Ball von Robert Naci war nicht im Tor. Und jetzt geht's in die andere Richtung. Hallbauer. Hallbauer, 1-1. Das kannst du keinem erzählen. Marvin Mika. Und da sag ich noch, Bocholt ist drauf und dran, dieses Spiel hier zuzumachen. Und dann eiskalt. Der SV Lippstadt. Schauen wir drauf, Hallbauer. Obst ist aufgerückt, kriegt nur Brilleinschutz. Und dann Mika, schneller als Beckert in der Mitte. Hallbauer. In der Mitte ist ja niemand. Das gibt's ja gar nicht. Oh, was war denn da los? Wieder Holtkamp. Der hat da Platz ohne Ende auf der linken Seite. Da fühlt sich auch gerade keiner zuständig, den anzugreifen. Und dann muss Wickel hin, vor dem einschussbereiten Mika. Da stimmt ja gar nichts mehr hinten.
Nächste Hereingabe, Meier. Meier flach. Das ist eine super Variante, 1-2. Und das haben sie sich sowas von erfragt. Und ich glaube, es war Lars Holtkamp mit der 6. Wir schauen noch mal drauf. So ist es. Und da hat diese Deckung aber komplett ins Klo gegriffen. Meier. Die kommt wieder gut. 3-1. Und jetzt fällt ja alles durcheinander. Maximilian Fischer. 74. Minute. Und wenn Bocholt so weitermacht, dann war das die Entscheidung. Schaut euch das an, da fühlt sich niemand für Fischer zuständig. Niemand. Die Raumdeckung komplett versagt. Man muss es so deutlich sagen. Und ihr seht die Lippstädter da hinten feiern. Meier. Meier. Boah, und den habe ich ja komplett unterschätzt. Sebastian Wickel verhindert das 1-4. Strafraum noch überraschend gut besetzt. Die bringen den auch noch rein. Bugler, Traoré hält nochmal drauf. Pfosten. Boah, das ist ja Wahnsinn. Und dann ist die Partie vorbei. 1-3 verliert der erste FC Bocholt nach einer ganz schwachen zweiten Halbzeit. Die haben nach dem 1-1 eigentlich, in der 55. Minute, haben die das Fußballspielen komplett eingestellt und dürfen sich hier nicht beschweren, dass es eine Niederlage gibt. Die erste seit 6 Spielen und die tolle Serie von nur einer Niederlage aus 11 Pflichtspielen ist gerissen. Ich hatte riesen Respekt vor der Serie und auch klar vor dem Gegner Bocholt, der absolut die letzten Spiele verdient gewonnen hat. Und das war schon eine harte Nuss, die hier zu knacken war. Wir hatten eine ähnliche Situation, jetzt keine Grippewelle, aber verletzungsbedingte Ausfälle, wovon man auch von Leistungsträgern sprechen kann, die aufgefangen werden mussten. Und deswegen habe ich noch mehr Respekt vor meiner Mannschaft, was sie in den letzten Tagen und Wochen abliefert. Und wir haben es gerade schon so unter uns gesagt. Ich glaube, hier werden einige Mannschaften noch schwer stolpern, was auch in der Vergangenheit schon der Fall war. Umso stolzer bin ich dann auch als Trainer, wie souverän wir hier heute aufgetreten sind. Wir wussten, was auf uns zukommt. Aber vom gesamten Spiel, sage ich mal, 87 Minuten unter Kontrolle zu haben, spricht man auch von einem absolut verdienten Sieg. 3 Minuten war eine heiße Phase, die sich dann auch in die Nachspielzeit der ersten Halbzeit gezogen hat. Und da muss ich aber auch den Hut vorziehen, dass wir einfach konzentriert weitergearbeitet haben. Und wir wussten, dass wir nach Halbzeit dann auch die eine oder andere Phase überstehen mussten. Nichtsdestotrotz bin ich dabei. Wir haben hier ein absolut Top-Auswärtsspiel hingeliefert und nehmen verdient die Punkte auch mit. Und dementsprechend sind wir mit Sicherheit auf unserer Seite sehr, sehr glücklich. Die Niederlage wirft uns jetzt nicht um. Wir personell hat man, glaube ich, gesehen, dass wir auf der letzten Relle hier laufen. Aus der Erfolgswelle in der letzten Zeit ist eine Grippewelle geworden und die auch, ich glaube, als allererstes mich erwischt hat. Und danach gab es mit Kento, mit Tim Winking und Mika Hanratz und so weiter noch mehrere Grippefälle bei uns. Also insofern haben wir auch am Mittwoch noch die 120 Minuten in den Knochen gehabt und deswegen glaube ich, geht der Sieg völlig verdient auch an Lippstadt. Ja, beim ersten Gegentor laufen wir ja in den Konter rein und zum Schluss hat man gesehen, dass auch Standards ein Spiel entscheiden können. Ich glaube, wir hätten eine gute Chance gehabt, wenn wir der Lochi das zweite Tor machen kann, also entweder den Ball querlegt oder selber abschließen kann, dann läuft das Spiel in eine andere Richtung. Aber so mit 2 Standards, die wir schlecht verteidigen und der Gegner gut macht, geht das Spiel verdient an Lippstadt.